Der letzte Tag des Rudolstädter Vogelschießens ist angebrochen. Er beginnt schon sehr früh und sehr intellektuell, und zwar hier mit einer Lesung im Brümelzelt. Und damit sagen die Drehmomente herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wir gratulieren Jessica Mittag, du hast 2 Freifahrten gewonnen. Monsieur Huberts Zeitreise. Vogelfrei in luftiger Höhe und zum Abschuss freigegeben. Schon ganz schön makaber, auf so ein Tierchen zu schießen. Nun ja, wenigstens ist es kein echter Vogel. Aber woher kommt diese Idee eigentlich und was soll das hölzerne Geschöpf genau darstellen? Schon in der griechischen Antike soll es eine Art Vogelschießen gegeben haben, ebenso wie in der nordischen Mythologie, wobei der Abschuss mit dem Erhalt eines Preises verbunden war, wie überliefert wird. Im Mittelalter entwickelten sich verschiedene Motive einer Zielscheibe. Neben Kuckuck und Gans setzte sich ein kunstvoll gedrechselter Vogel durch, der oft auch als Papagei bezeichnet wurde. Der Adler hatte im 19. Jahrhundert den Papagei verdrängt und erfreute sich mit Krone, Zepter und Reichsapfel wachsender Beliebtheit. Derjenige, der den Rumpf abschießt mit dem sogenannten Königsschuss, wird als Schützenkönig gefeiert. Der Abschussvogel des gegenwärtigen Rudolstädter Vogelschießens, jährlich neu gefertigt und betreut durch den aus dem Erzgebirge stammenden Steffen Heinrich, ist etwa 2x2 Meter groß, wiegt knapp 50 Kilogramm und besteht aus 36 Einzelteilen. In 10 Metern Höhe wird dieser so angebracht, dass er von unten in einem 45-Grad-Winkel von den Schützen anvisiert werden kann. Wir sitzen jetzt hier mit Sabrina Lüderitz, der Autorin des Buchs. Das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ich habe auch schon mal einen Blick reingeworfen. Wie bekommt man eigentlich die ganzen Informationen zusammen und wie setzt man auch letzten Endes die ganzen Puzzleteile zusammen, um dann wirklich so ein Werk auch entstehen zu lassen? Wir haben zum Glück im Museum schon einige Objekte. Das war so ein bisschen mein Ausgangspunkt, zu schauen, was haben wir selber bei uns in der Sammlung. Das Staatsarchiv ist zum Glück auch auf der Heidecksburg. Da ist der Weg relativ kurz, dass man sagt, welche Akten brauche ich. Und dann arbeitet man sich da erstmal durch die Aktenberge dann durch. Das Stadtarchiv ist ein guter Ansprechpartner. Und dann ist es natürlich wichtig, mit den Leuten vor Ort zu reden. Ja, es ist wie so ein Puzzleteil dann, genau, was sich dann immer mehr, immer größer wird dann alles, ja. Was war für dich auch überraschend oder erstaunlich? Es gab vieles, was so ein bisschen in seiner Zeit diese Anzeigen gewesen, Annoncen, da sind einige von abgedruckt, so diese Kuriositäten, eben so wie das Buch auch heißt, so diese schwimmende Jungfrau oder Wahrsagerin, also das, was man ja auch immer so mit solchen Jahrmärkten verbindet, aber auch so ganz einfache Dinge, was man vielleicht gar nicht mit im Blick hat, ab wann war das dann auch so ein bisschen Jahrmarkt, wann konnte man Besen kaufen, Wäsche, Seife, also das ist ganz spannend, wann dann die ersten wirklichen Schausteller kamen, so dieses fahrende Volk, wie man sich das auch noch immer heute vorstellt, so, das sind dann immer so wie das gewachsen ist, einfach das Vogelschießen. Ja. Da gab es ja auch mehrere Punkte, zum Beispiel das 100-Jährige, als es dann noch so einen richtigen Markt erweitert worden ist. Gab es noch mehr solche Höhepunkte, die dann das Fest letzten Endes zu dem haben werden lassen, was es jetzt ist? Na, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich der Umzug vom Anger dann auf die Bleichwiese, also auf den heutigen Festplatz. Das war 1952, 1953 war es dann das erste Mal hier auf der Bleichwiese. Das war, glaube ich, wirklich so ein Punkt, wo das nochmal richtig gewachsen ist, dann auch das Fest, ja. Wie lange dauert es denn, bis man letzten Endes die ganze Information zusammen hat und auch wirklich so verschriftlicht hat, wie du es jetzt hier in dem Buch gemacht hast? Da das immer noch nach der Arbeit passiert, war das dann jetzt etwas über ein Jahr Recherche und dann eben nochmal das Schreiben. Also man muss ja dann immer noch wieder abrechnen, den Druck, die Gestaltung und das. Das heißt, im Mai habe ich alles soweit fertig abgegeben und bis dahin war es etwa ein Jahr, was ich daran gesessen habe, ja. Und wo kann man das jetzt noch bekommen? Hier, denke ich, auf dem Vogelschießen bei der Stadt Rudolstadt. Ja, ich vermute auch in der Buchhandlung Thalia. Ja. Das ist immer ein guter Tipp. Dankeschön. Gerne. Musik
Das war das große Jubiläumsfest 300 Jahre Rudolstädter Vogelschießen. Wir sehen uns wieder und zwar vom 18. bis zum 27. August 2023. Und damit verabschieden sich die Drehmomente und sagen bis zum nächsten Jahr.